Guten Abend, liebe Teilnehmer. Herzlich willkommen zum heutigen Finanzen-Net-Webinar. Mein Name ist Annika Niederkorn. Ich begleite Sie heute als Moderatorin durch die Veranstaltung und hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Zurzeit ist es ganz schön turbulent an den Börsen. Mussten im vergangenen Jahr zentrale Indizes deutliche Kursrückschläge in Kauf nehmen, sind die Aktienmärkte derzeit sehr volatil. Wie sollten sich Anleger in Zeiten wie diesen verhalten? Gehört das Geld jetzt an den Kapitalmarkt oder sollten Sie als Anleger doch lieber abwarten? Unser heutiger Gast hat hierzu eine klare Meinung und gibt uns in den nächsten 60 Minuten außerdem einen Einblick in die regelbasierte Geldanlage. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Wolf von Scalable Capital. Guten Abend, Herr Wolf. Hallo nach München. Ja, schönen guten Tag, Frau Niederkorn. Hallo, liebe Zuhörer und ja, liebe Grüße aus dem sehr verschneiten München, muss man sagen. Hier in Karlsruhe liegt gar nicht so viel Schnee. Wir hatten in den letzten Tagen immer mal wieder ein bisschen Schnee. Dann hoffe ich, dass Sie sicher durch die Gegend in München kommen, falls Sie mit dem Auto unterwegs sind. Und auch an Sie, liebe Teilnehmer, fahren Sie vorsichtig, wenn es bei Ihnen schneit. Herr Wolf, Sie waren ja schon öfter in einem unserer Finanzen-Net-Webinare zu Gast. Schön, dass es auch heute geklappt hat. Ich sehe, hier kommen noch einige Webinarteilnehmer hinzu. Stellen Sie sich doch bitte allen kurz vor. Sehr gerne. Und genau, Thomas Wolf, mein Name, bin jetzt seit dem Sommer 2017 für Scalable Capital im Einsatz und betreue mit meinem Kollegen Herr Christian Diersen gesamtverantwortlich die komplette Kundenbetreuung, Kundenaktivitäten, wozu eben auch Webinare zählen, reise so 60 Mal im Jahr durch Deutschland, können mich auch jederzeit mal persönlich dann irgendwo treffen. Das ist so mein Hauptjob, weil wir sind zwar eine Online Vermögensverwaltung und wie man bei uns Kunde werden kann. Aber uns ist der Kontakt zum Endkunden extrem wichtig. Ja, und ich freue mich auch immer mal wieder eingeladen zu sein, um über Themen wie heute zu sprechen. Wir hatten uns ja so im Dezember mal das Thema ausgedacht, nach dem sehr turbulenten 2018er Jahr eben. Und ja, darum soll es dann auch heute Abend entsprechend gehen. Liebe Teilnehmer, bitte geben Sie uns eine kurze Rückmeldung, falls Sie Herrn Wolf oder mich schlecht verstehen. Nutzen Sie unsere Chatfunktion, aber vor allem gerne jederzeit, um Fragen zu stellen. Ich werde versuchen, Ihre Fragen bei einer passenden Gelegenheit an Herrn Wolf zu richten oder wir versuchen darauf, am Ende der Veranstaltung zurückzukommen. Herr Wolf, sind Sie denn startklar? Dann würde ich Ihnen direkt Wort und Bild übergeben und freue mich schon auf Ihre Einschätzung. Sehr gerne, ich bin soweit startklar. So, dann übergebe ich Ihnen das Wort und Ihnen, liebe Teilnehmer, viel Spaß. Ich freue mich auf Ihre Fragen und da spreche ich auch für Herrn Wolf. Wir sind gespannt, was Sie heute für Fragen an uns stellen. Genau, und Anlegen in turbulenten Zeiten und Frau Niederkorn hat es ja bereits zur neuen Woche begrüßt, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, das ist mir gar nicht bei der Planung so bewusst gewesen, aber Ihnen allen erstmal noch ein gutes neues Jahr wünschen und kann Sie sagen, aber warum? Wir haben doch jetzt irgendwie schon den 4. Februar, aber es ist eben der heute der Neujahrstag und zwar im chinesischen Kalender, jetzt in der Nacht gerade das Fest gewesen. In dem Sinne sozusagen kann man auch sagen, dass vielleicht jetzt ein neues Anlegerjahr anfängt. Und das hat ja auch so ein bisschen immer bei der Frage turbulente Marktphasen und gewisse Zeiträume, die man sich da raussucht, nehme ich mir jetzt Kalenderjahre oder ähnliches, dass das alles gar nicht mal so unbedingt trivial ist. Und in dem Sinne erstmal, wie gesagt, auf einen spannenden Abend und möchte mich auch da der Aufforderung anschließen, gerne fragen. Ich denke, dass wir am Ende auf jeden Fall noch dafür entsprechend Zeit haben werden. Ja, Herr Wolf, ich habe jetzt direkt eine Frage zum Einstieg an Sie. Der letzte Kursrutsch an der Börse hat sich ja schon über einige Wochen hingezogen. Das haben Sie ja gerade auch noch mal angesprochen und auf 2018 zurückgeblickt. Was würden Sie denn jetzt sagen? Also ich schaue jetzt gerade mal auf den DAX. Der ist fast 20% 2018 abgerutscht. Sollte man in solchen Zeiten besser aussteigen? Also gerade wenn die Börsen eine Zeit lang nicht so gut gelaufen sind? Absolut nachvollziehbare Frage und letztlich denke ich, dass sich das sehr, sehr viele auch der Zuhörer heute fragen. Wenn wir uns jetzt vor allem den Januar anschauen, wo da dann wieder so ein bisschen eine Gegenbewegung gab, dann stellt sich schon die Frage, wie reagiere ich eigentlich? Und
Es klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick trivial, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, mache das jetzt irgendwie seit über 13 Jahren, Privatkundenberatung, dass viele immer in sehr, sehr kurzen Zeitabständen denken. Allerdings muss man sagen, je länger mein Anlagehorizont ist, also je länger ich das Geld dann tatsächlich am Kapitalmarkt investiert lasse, umso irrelevanter ist eigentlich auch mal ein Verlustjahr, sei es das Jahr 2008 oder bestimmte Monate. Und das soll diese Grafik einfach mal aufzeigen, die wir mal vorbereitet haben. Und zwar, was Sie jetzt sehen, ist das Thema Anlagedauer, beispielsweise 15 bis 19 Jahre oder dann über 30 Jahre. Und Sie sehen, was war jeweils sozusagen die beste Performance und die schlechteste. Und eben die durchschnittliche Rendite bezogen jetzt auf ein reines Aktienportfolio, jetzt mal hier mal abgebildet mit dem MSCI World Index, dem ganz, ganz großen Weltdurchschnitt von den 1600 größten Unternehmen. Was war dann so die durchschnittliche Jahresrendite? Und man sieht, dass sozusagen dieser Gap aus dem besten Jahr und dem schlechtesten Jahr, dass sich dieser immer weiter verkleinert und sich die Rendite immer mehr oder weniger dem Durchschnitt eigentlich an näher. Das ist jetzt natürlich alles irgendwie ohne Kosten, ohne Steuern, nochmal reine Bruttobetrachtung, wenn man so will. Und es zeigt aber eben, ja, ich habe halt auch mal schlechte Jahre dabei oder sehr schwache Jahre dabei, aber ich muss eben eine gewisse Zeit mitbringen. Das ist jetzt nichts Neues, ja, aber es zeigt ja eben auch, wenn ich jetzt bewusst sage, ich will Geld eigentlich nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum anlegen, sei es für nur 2 Jahre, 3 Jahre, dann stellt sich eben die Frage, wie hoch darf dann die maximale Aktienquote entsprechend sein für mein Budget an Zeit, was ich dort irgendwo einsetze. Und die ist eben dann in dem Moment sehr, sehr begrenzt. Aber man kann eigentlich sagen, dass dieser lange Atem sich à la longue eigentlich immer ausgezahlt hat und die Rendite kann eigentlich erst über eine gewisse Zeitschiene kommen. Soll also heißen, auf gut Deutsch, im Prinzip ist die Zeit der Verbündeter von uns Anlegern und es muss ja auch so sein, dass ich mal eine gewisse schlechte Phase mitmache, weil ansonsten kann es keine Rendite geben und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meiner Anlage Verluste erleiden werde, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt über ein breites Depot reden, nicht nur eine Einzelaktie uns irgendwie anschauen, dann sinkt eben die Verlustwahrscheinlichkeit über den Zeithorizont. Ich finde immer ganz wichtig, gerade auch in Zeiten, wenn das Depot mal ein bisschen turbulenter war und viele werden jetzt vielleicht auch im Zuge dann der Jahressteuererklärung und die Jahresbescheinigung, die sie dann haben für 2018, sagen, Mensch, also habe ich da aber irgendwie vielleicht letztes Jahr meine 5, 6, 7, 10% oder mehr verloren, dass man einfach nochmal sich die Zeit nimmt und einen Schritt zurückgeht und hinterfragt, ist denn das eigentlich die ideale Aufstellung im Sinne des Gesamtvermögens? Wie viel meines Gesamtvermögens will ich eigentlich in Wertpapieren investieren? Und passt das noch zu meiner Gesamtsituation? Und man muss sich schon die Frage stellen, habe ich irgendeine Art von Risikosteuerung sichergestellt oder lasse ich das Depot einfach so laufen? Gibt es da irgendeinen Ansatz, nachdem ich das Depot bewirtschafte, das sollte man einfach nochmal kritisch hinterfragen und sich dann vielleicht auch nochmal überlegen, wie will ich dort in das Jahr 2019 entsprechend unterwegs sein. Ja, es ist jetzt ja schon der zweite Monat in 2019. Ich möchte dennoch noch mal kurz auf 2018 zurückkommen. Da brauchten Anleger nämlich starke Nerven. Im letzten Jahr, das habe ich jetzt schon gesagt, rutschte nicht nur der DAX kräftig ab. Der Dow Jones zum Beispiel musste auch Kursrückgänge verkraften, mehr als 5%. Und noch ein Beispiel, der japanische Nikkei verlor annähernd 15%. Das hat viele Experten dazu bewegt, das Jahr 2018 als katastrophales Börsenjahr zu bezeichnen. Was sagen Sie denn dazu, Herr Wolf? Wie stark fallen die Börsen denn typischerweise in einem wirklich schlechten Jahr? War 2018 Ihrer Meinung nach ein mieses Börsenjahr? Also ganz klare Antwort, nein. Es war mit Sicherheit kein mieses Jahr oder auf jeden Fall kein katastrophales Jahr. Es war jetzt kein gutes Anlegerjahr, überhaupt keine Frage, weil ja alle großen Indizes entsprechend im Minus abgeschlossen haben und insbesondere auch auf der Anleihenwelt es schwierig war. Aber es war eigentlich ein eher fast normales Jahr. Sozusagen ein wirklich schlechtes Jahr würde ich jetzt definieren, wenn wir irgendwie Verluste von deutlich über 30% sehen, eher Richtung 40%, 50% und mehr, wie wir das 2008 beispielsweise hatten oder eben auch in den Anfang der 2000er Jahre. Und das Interessante ist, das ist das berühmte Dreieck, was Sie sicherlich in der einen oder anderen Form schon mal gesehen haben. Das Interessante ist ja, selbst wenn ich in einen solch ungünstigsten, schlechten Zeitpunkt einsteige, was jetzt diese beiden Punkte markieren, nämlich das Jahr 2008, das markiere ich Ihnen mal. Also wenn Sie 2008
sozusagen in den DAX eingestiegen wären, mal als ein signifikantes Beispiel, ja, und dann 2008 auch wieder verkauft hätten, hätten sie also einen Verlust von 40% gemacht. Hätten sie dann schon mal nochmal ein Jahr mehr gewartet bis 2009, dann wären wir bei minus 14% und so weiter. Und wir sehen dann, es war also mal ein Zeitraum von Größenordnung 6 Jahren erforderlich, um wieder im Plus zu sein. Und das, was Sie dann sehen, sind ja die durchschnittlichen Jahresrendite. Und eben selbst wenn ich mir jetzt diese extrem schlechte 10-Jahres-Periode herausnehme, von Anfang 2008 dann bis Ende 2017, dann war ich bei einer Durchschnittsrendite von 4,8%. Jetzt müssen wir das Jahr 2018 dort noch entsprechend dann in Abzug bringen. Dann sind wir nichtsdestotrotz dennoch in einem positiven Bereich über diese ganze Zeitschiene. Und das zeigt eben, was ich eben nochmal gesagt habe, man braucht eine gewisse Zeithorizont, auch gerade nach so einem eher schwachen Jahr, und man sollte eigentlich dann nicht sozusagen entmutigt aufgeben. Jetzt bin ich gestartet und auch wir haben letztes Jahr viele Kunden gewonnen und dann ist man gestartet und das Depot geht erstmal nach unten. Das ist ein Stück weit unbefriedigend, überhaupt keine Frage, ist aber eigentlich völlig normal, weil der Preis, dass sie ja, oder die Belohnung, dass sie ja über einen Zeitraum mehr Rendite bekommen als auf dem Tagesgeld, dafür ist halt eben der Preis, dass sie auch schwächere Jahre aushalten müssen. Das muss so sein. Ansonsten kann es keine Kapitalmarktrendite eigentlich geben. Insofern würde ich ganz klar sagen, eben nicht, ist jetzt kein wirklich katastrophales oder schlechtes Jahr. Und wenn man dann auch mal dem sozusagen einen Schritt zurückgeht und sich mal so das ganz große Bild anschaut, die Datenreihe für die amerikanischen Aktienmarkt, den wir dort haben, die letzte. Was war wirklich so mal die Abstand schlimmste Krise? Das war die große Depression, was jetzt auch nicht wirklich überraschend ist. Aber wenn man sich mal so andere Phasen anschaut von größeren Verlusten, ja, so im Thema Finanzkrise, Dotcom-Krise und ähnliches, dann sieht man, dass dann auch mal so eine echte Krisenphase durchaus auch mal 2 Jahre oder mehr gehen kann, aber typischerweise so in dem Zeitraum ist und wir eben dann Verluste von 30-40% sehen. Und trotzdem wäre es richtig gewesen, eigentlich kurz vorher in Aktien einzusteigen, weil man weiß ja nicht genau exakt, wann etwas passiert. Aber wenn man über einen längeren Zeitraum das entsprechend dann durchsteht mit seiner Strategie, weil ich gesagt habe, für einen Teil meines Geldes kann ich mehr Papiere reingehen und ich den Anlagehorizont mitbringe, dann kommt da auch nach gewisser Zeit etwas Sinnvolles dabei raus. Also nochmal das sozusagen, das Plädoyer eigentlich für die Zeit neben der Struktur und den einzelnen Instrumenten, die ich mir dann anschaue, weil einfach viele machen aus meiner Sicht den Fehler und schauen immer nur, welchen ETF oder welchen Wert soll ich jetzt genau nehmen, sehr, sehr kurzfristig, aber eigentlich ist das mehr oder weniger nicht matchentscheidend, sondern wichtig ist, dass man mit seiner Strategie und mit seinem Anteil an Wertpapieren möglichst lange dabei bleibt. Ja, genau. Jetzt haben Sie uns gerade sehr anschaulich gezeigt, wie die historischen Verläufe waren. Kann man denn dann gar nicht abschätzen, wie die nächsten Wochen an der Börse laufen werden? Das ist eben in der Tat extrem schwierig, weil wir alle versuchen ja, oder wir alle müssen ja heute Entscheidungen treffen, was die Zukunft betrifft. Ne? Wir müssen das Geld anlegen. Und auch ich kann hier leider nicht genau sagen, wie die Kurse morgen oder nächste Woche sind. Das wäre schön, wenn wir die berühmte Glaskugel hätten, haben wir aber nicht. Und man muss jetzt eben genau differenzieren zwischen Kursen und eigentlich zwischen Risiko. Und was jetzt auch die Frage eben war, die wir ja im Vorfeld uns abgestimmt haben, ist ja, kann ich jetzt eben, wie ist das denn mit den Kursen? Und dazu mal vielleicht 4 Beispiele. Wir haben noch sehr viel mehr, was man auch beispielsweise bei uns auf dem Blog nachlesen kann. Mal mit teilweise ähnlichen Verläufen. Nicht ganz perfekt gleich, aber ähnlich. Zum Beispiel, man sieht jetzt hier so eine Phase, das sind jeweils 30 Handelstage im MSCI World, das ist ein bisschen nach unten ging, dann wieder hoch, ein bisschen runter, wieder ein bisschen nach oben. Ja. Und wenn man sich das mal dann sozusagen nach vorne schiebt und sagt, naja, jetzt habe ich ja ähnliche Handelsverläufe, wie sieht denn das dann aus, wenn ich das mal auf die nächsten 250 Handelstage, sprich ein Kalenderjahr, verlängere aus der Vergangenheit, dann sehe ich, obwohl ich hier teilweise ähnliche Verläufe hatte, war es dann einmal irgendwie bei fast -20%, in anderem Fall bei +4%. Und hier ist es ähnlich, ein bisschen so seitwärts, sodass den erst nach unten, dann hat es sich doch wieder entsprechend positiv erholt. Also eigentlich, man kann dann zwar im Nachhinein versuchen, irgendwelche Zusammenhänge zu interpretieren und herzustellen, aber de facto sahen mir die reinen Kursverläufe, die Punktkursverläufe, die Renditenverläufe nicht wirklich etwas darüber aus, wie sich ein gewisser Wert, sei es jetzt eine Aktie, sei es jetzt ein Markt, sich über die nächsten Wochen oder Monate
entsprechend verhält. Ein bisschen was anderes ist es ja dann, wenn ich mir eben das genau das Thema Risiko anschaue. Nämlich, was ist denn, wenn ich jetzt sage, eben Kurzverläufe kann ich jetzt eben nicht wirklich vorhersagen. Wie kann ich mir dann eigentlich überhaupt Risikosteuerung vorstellen und was für Eigenarten kann man sich denn dem eigentlich zunutze machen? Und das finde ich relativ spannend, wenn man sich das mal in den entsprechenden Kontext setzt. Nämlich, was wir uns eben eigentlich angeschaut haben, ist das Thema Wochenrenditen. Nämlich die Frage, wenn ich jetzt letzte Woche irgendwie minus 3% hatte in einem gewissen Markt, welche Rendite habe ich dann diese Woche beispielsweise gehabt? Und dann haben wir jetzt hier das Konkrete mal ausgerechnet für den DAX über einen Zeitraum von ja über 16 Jahren, jetzt bis Mitte Dezember 2018. Und man sieht so nur diese Punktwolke mehr oder weniger, dass es eigentlich keinen wirklichen Zusammenhang gibt, ob ich jetzt letzte Woche minus 5% hatte im DAX, dann sagt mir das eigentlich gar nichts darüber aus, ob ich vielleicht auch diese Woche minus 5% habe. Dann ist es mehr oder weniger zufallsabhängig. Interessant ist, wenn ich mir das Risiko anschaue, und voilà, uns jetzt war mal gemessen an der Volatilität, nämlich sprich die Schwankungsbandbreite. Und man sieht schon auf den ersten Blick, dass das Bild einfach anders aussieht, dass ich zwar keine perfekte Gerade habe, dann wäre es ja ein idealer Zusammenhang, aber ich habe zumindest nicht so eine extreme Streuung wie bei den Renditen, sondern es scheint da zumindest einen gewissen Grad an Zusammenhang zu geben. Nämlich, was sagt jetzt so eine Linie mehr oder weniger aus? Das sagt ja aus, wenn ich jetzt so ein Beispiel hier nehme, wenn ich letzte Woche eine eher schwankungsintensive Woche hatte, 20, 30, 40% Volatilität, viele Schwankungen, dann war die Woche darauf auch eher durch hohe Volatilität, sprich durch hohe Schwankungen bestimmt. Also offensichtlich gibt es da einen gewissen Grad, des Zusammenhangs, den man sich dann auch zunutze machen kann. Und man kann es eben so zusammenfassen, dass ja Risiken nicht selten allein kommen. Also auf eine eher überdurchschnittlich risikoreiche Woche fällt auch danach eher eine überdurchschnittlich risikoreiche Woche. Kann man sagen, naja, ist ja erstmal interessant, aber mehr Risiko heißt doch auch in der Regel mehr Renditemöglichkeiten, mehr Chancen, weil wenn der Markt in Bewegung ist, dann kann ich doch entsprechend was verdienen. Und wir alle haben mal gelernt, höheres Risiko wird auch durch mehr Rendite belohnt. Aber auch da gibt es gewisse Grenzen. Nämlich, wenn man sich mal konkret das Risiko, und ich bleibe mal bei dem Beispiel des DAXes, des deutschen Aktienmarkts, weil das wahrscheinlich somit am greifbarsten ist. Wenn man sich mal so das Risikoverhalten des DAXes auch über die letzten 17, 18 Jahre sich anschaut, das habe ich jetzt mal mitgebracht, die rote Linie, dann ergibt sich folgendes Bild. Nämlich, man hat so ein langfristiges Durchschnittsrisiko, das nennen wir bei Scalable das Basisrisiko, das liegt so all along einfach so um die 22-23% Volatilität. Und dann gibt es eben Abweichungen von diesem Basisrisiko, nach oben und nach unten. Ja, das nennen wir Überschussrisiken, die jetzt entsprechend negativ und positiv sein kann. Und jetzt sehen wir eben Phasen, wo das Risiko massiv nach oben hinausschießt. Und Phasen, wo wir eher unterdurchschnittliches Risiko haben. Und das Bild von eben hat ja im Prinzip gesagt, dass ich ja, wenn meine Vorwoche eher risikoreich war, dass ich dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in der Folgewoche eine risikoreiche Situation am Markt vorfinden werde. Und wenn man das jetzt eben noch kombiniert mit dem konkreten mal Ergebnis, dass eben dann, wenn das Risiko massiv nach oben ausschießt, es meistens Phasen sind, die eher schlecht für den Anleger sind und es besser wäre, wenn ich nicht investiert gewesen wäre. Genauso hoppala, umgekehrt, dass Phasen mit eher unterdurchschnittlichem Risiko eigentlich Phasen sind, wo ich als Anleger idealerweise lange drinne bleibe, voll investiert bin, weil es natürlich zwar mit Schwankungen, aber tendenziell Marktphasen sind, die eher nach oben gehen und positiv sind. Also, was will ich damit aufzeigen, ein Stück weit? Dass man nicht nur rein sich die Kurse anschauen sollte, sondern insbesondere auch in Phasen von ja, erhöhten Schwankungen und Turbulenzen muss man sich fragen, was habe ich denn für eine Marktsituation? Wie ist denn mein Risikoverhalten insgesamt historisch gesehen? Was ist so der Durchschnitt? Was ist eigentlich so ein Normalrisikolevel? Und dann stellt man fest, dass wir auch die Jahre davor, 2016, 2017, weiter zurück, wir von extrem
die geringen Risikolevels gekommen sind. Also wir hatten eher sehr, sehr wenig Schwankungen davor, die Monate auch gesehen, sind dann wieder angestiegen, eigentlich auf einem Normalniveau, ein bisschen drüber hinaus, aber dass das alles jetzt nicht wirklich extrem Ungewöhnliches war. Und ja, für den einzelnen Privatanleger ist das dann sicherlich teilweise sehr schwierig, A, an die Daten zu kommen und vor allem die dann regelmäßig auszuwerten. Wenn man das jetzt sozusagen als Profi auf die Spitze treiben will, dann das, was wir beispielsweise machen für unsere Kunden, wir nehmen jetzt dieses Phänomen, was man jetzt nicht nur für den DAX beobachten kann, sondern im Grunde genommen für alle gängigen Anlageindizes, sei es jetzt die Amerikaner, aber auch im asiatischen Bereich oder Europa oder auch für Anleihen kann man so ähnliche Phänomene beobachten. Das nehmen wir und bauen daraus letztlich eine Anlagelogik, indem wir sagen, wenn das Risiko über ein gewisses Level hinausschießt, dann wollen wir eher aus dieser Anlageklasse herausgehen und umgekehrt. Und das führt dazu, dass wir am Ende des Tages für unsere Kunden immer eine sehr, ja, dynamische Risikosteuerung haben. Das soll jetzt mal diese blaue Farbe indizieren, ja, nämlich dass die Aktienquote historisch gesehen extrem stark schwankt. Das ist ein sogenannter Backtest, was Sie sehen. Wie hätte Scalable Capital das Geld für die Anleger die letzten 18 Jahre investiert? Unsere Firma gibt es seit 2016, habe ihm einfach mal getestet, was kann Risikomodellierung entsprechend leisten. Und man sieht, naja, dass so eine Aktienquote dann auch teilweise mal von 80% runtergeht auf irgendwie unter 10%. Genau darum geht es, dass man eigentlich seine Aktienquote im Laufe der Zeit schon dynamisch anpassen sollte, um gewisse Risiken zu begrenzen. Und genau dieses Phänomen, dass das Risiko einfach sich besser prognostizieren lässt als Rendite, sich dem zunutze zu machen. Aber ich gebe zu an der Stelle, dass es sicherlich für den klassischen Privatinvestor recht schwierig ist, solche Modelle teilweise dann auch nachzubauen. Ja, Herr Wolf, noch eine Zwischenfrage zu dieser Folie. Vielleicht können Sie noch mal zurückgehen Aber selbstverständlich. und kurz darauf, Dankeschön, und kurz darauf eingehen, was denn jetzt hier in dem konkreten Fall das Verlustrisiko ist. Genau, da werde ich später noch näher drauf eingekommen, aber passt an der Stelle sehr, 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 sehr gut. Also das Verlustrisiko von 20%, das ist dann eine konkrete Kennzahl, die man ausrechnen kann, weil mit der Volatilität, das, was wir uns eben kurz angeschaut haben, die generelle Schwankungsbandbreite, Volatilität misst ja die Schwankungen nach oben und nach unten, kann man dann mit weiteren Zahlen, kann man sich dann den sogenannten Value at Risk berechnen. Der sogenannte VAR steht für den Value at Risk und der besagt, was ist mein zu erwartendes Verlustrisiko, was sich auf Sicht von einem Kalenderjahr mit 95%iger Wahrscheinlichkeit nicht überschreiten werde. Das klingt jetzt, muss man dann sozusagen sich zwei, dreimal wiederholen, weil es dann doch etwas schwer verdaulich ist. Also ein Verlustrisikomaß dann für den Worst Case. Aber was ist keine Verlustgarantie, weil es eben nur 95% der Fälle umschreibt. Da mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit werde ich ein bestimmtes Risiko nicht überschreiten. Und das ist, was wir beispielsweise dann auch am Ende des Tages nutzen, wie viel auch Versicherungen teilweise oder große Pensionskassen, dass man sagt, ich will ein gewisses Verlustbudget, bringe ich halt einfach mit. Bis dahin darf so mein Gesamtdepot schwanken. Und in Zeiten mit geringem Risiko ist ja die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich dieses Verlustbudget erreiche. Also bin ich eher viel in Aktien, dann in solchen Phasen beispielsweise. Und in Phasen von höherem Risiko ist es dann wahrscheinlicher, dass ich auch mein Verlustbudget aufbrauche. Also muss ich meine risikobehafteten Anlageklassen abbauen, beispielsweise im Anfang 2016. Und wir hatten dann im Sommer 2018 haben wir angefangen, auch bei uns Positionen Risiko ein bisschen abzubauen und Aktienquoten wieder zurückgefahren. Also es hilft, ein Stück weit die Orientierung zu bekommen, weil es am Ende des Tages eben ein Regelsystem ist und die Regel mir ganz klar sagt, gewisses Risiko ist überschritten. Also bitteschön, lieber Anleger, die Aktienquote reduzieren. Und das ist eigentlich eine ganz gute Leitplanke, gerade in Phasen, wo die Kurse dann doch auch mal stärker schwanken, wie wir es eben in den letzten Monaten gesehen haben. Danke für diese Erklärung. Aber Sie kennen das ja auch und haben es auch schon angesprochen. Wenn es an den Börsen runtergeht, dann liegen die Nerven ganz schön blank. Kann ich in schlechten Phasen an den Märkten dann einfach mit einer simplen Buy-and-Hold-Strategie die schlechte Phase aussitzen? Was halten Sie denn davon?
Genau, jetzt habe ich ja so ein bisschen das Feld aufgemacht und über Risikosteuerung, Risikomanagement gesprochen, was dann sehr schnell komplex wird. Das merkt man eben auch an den Begriffen und dann Value at Risk. Und dann sagen viele, ach, wissen Sie was, Herr Wolf, das ist mir eigentlich viel zu kompliziert. Ich kaufe meine drei, vier ETFs, fertig. Dann lasse ich das einfach liegen. Und über die Zeit habe ich ja selber sozusagen gesagt, wird das die Kurse sich ja so ein bisschen mehr oder weniger sich ausgleichen, wenn ich die genügend Zeit mitbringe. Buy and hold ist da keine so schlechte Strategie. Aber, jetzt kommt das große Aber, das gibt es auch sehr, sehr viele Studien, die das belegen, dass viele Anleger das Buy and hold dann in der Praxis konkret eben nicht durchhalten, sondern nur in der Theorie durchspielen. Und eine Studie für amerikanischen ja, Teilnehmer, weil einfach dort mehr Datensätze verfügbar sind, zeigt eben, was wäre eigentlich so der durchschnittliche Rendite gewesen, jetzt von einem reinen US-Aktiendepot über einen gewissen Zeitraum von 97 bis Ende 2017. Und was hat aber der durchschnittliche Privatinvestor erzielt? Deutlich weniger. Bei Anleihen ist die Differenz noch gravierender. Warum? Weil der Privatinvestor dann meistens eben doch irgendwann verkauft, sich emotional leiten lässt. Denn das Problem ist ja, in Phasen auch nach einem 2018er Jahr oder 2008er Jahr, wenn die Märkte um 30, 40% eingebrochen sind, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht lesen, Mensch, jetzt ist die Zeit für Aktien zu kaufen, sondern die Medien natürlich stückweit auch prozyklisch argumentieren und man sich dann häufig davon sozusagen anstecken lässt. Da gibt es verschiedenste Phänomene, die auch mittlerweile ja, verhaltenspsychologisch recht gut erforscht sind. Lange Rede, kurzer Sinn, dass wir eben meistens dann doch irgendwann sagen, Mensch, jetzt habe ich schon 30% verloren und stimmt, es kann ja auch nochmal 30% runtergehen, also verkaufe ich lieber. Und meistens verkauft man dann schon ziemlich, wenn man so im letzten Drittel des Abschwungs ist, und steigt dann aber meistens erst wieder so nach der ersten Hälfte des Aufschwungs wieder ein und lässt dann auf diesem Weg relativ viel Rendite liegen, nämlich das, was klassischerweise Buy and Hold Anleger eben mitnehmen. Und deswegen ist Buy and Hold in der Theorie recht gut. In der Praxis, glaube ich, was ich auch gesehen habe, in 13 Jahren, tun sich viele damit extrem schwer, weil sie dann doch irgendwann sagen, jetzt ist die Reißleine da und dann verkaufe ich entsprechend. Ja, und die Frage ist, was bringt dann aber an der Stelle eben risikobasierte Anlagestrategien? Gibt es dafür auch irgendwie einen Beweis sozusagen, der akademisch aufgearbeitet ist? Ja, den gibt es. Die jüngste Studie ist von der Yale-Universität von 2016, zwei Wissenschaftler, die das veröffentlicht haben, nämlich die geschaut haben, was ist denn, wenn ich so ein klassisches Buy-and-Hold-Portfolio nehme und dagegen sage, immer dann, wenn Risiko eben ansteigt. Das, was ich vorhin am DAX so ein bisschen aufgezeigt habe, dann reduziere ich meinen Aktienanteil und entsprechend umgekehrt, wenn Risiko sinkt, dann gehe ich erst wieder rein. Und das haben sie jetzt mal über einen extremst langen Zeitraum gemacht für den US-Aktienmarkt, also irgendwie weit über 70 Jahre. Aber es zeigt, dass dann eben eine Risikosteuerung doch einen signifikanten Mehrwert bringen kann. Und lassen Sie sich nicht von den sozusagen jetzt von den Linien täuschen, weil die Skala logarithmiert ist, und da sieht man, dass aber ja, die Differenz über einen langen Zeitraum doch sehr, sehr groß ist, in dem Fall in Dollar gemessen, aber auch bei der Renditedifferenz irgendwie von knapp 2% pro Jahr, was eine risikobasierte Steuerung eigentlich ermöglichen kann, weil es kommt eben insbesondere eigentlich aus der Verlustbegrenzung auch ein ganz klarer Mehrwert, denn wenn ich 50% verliere in meinem Portfolio, muss ich ja 100% wieder aufholen, um bei plus minus null zu sein. Wenn ich sozusagen nur 25% verliere, bin ich bereits nach, ja, Größenordnung irgendwo 33, 34% wieder im Plus. Also aus in der Verlustbegrenzung, da liegt dann eigentlich der klare Mehrwert. Ja, auch hier erreicht uns noch eine kurze Rückfrage zu dieser Gerne. Folie, und zwar, ob bei den Studien auch die Handelskosten berücksichtigt sind. Sehr gute Nachfrage. Handelskosten, sprich, wenn Sie jetzt kaufen und verkaufen, sind in den Studien in der Regel nicht berücksichtigt, weil die extrem schwer auch zu kalkulieren sind. Das gleiche gilt für Steuereffekte, für alle Dinge, die Sie ja irgendwo kalkulieren. Also das Antwort nein. Und das ist auch die Begründung, warum solche Ansätze, ob wir jetzt, wie jetzt hier, wie es genannt ist, Volatilitätstiming,
oder was Scalable Capital macht, nach Value at Risk, nach Risikotensor das Ganze zu berechnen, warum die in den letzten Jahrzehnten eigentlich für den klassischen Privatanleger nicht zugänglich waren. Weil in der Tat, es ist das Thema Kosten. Ja, wenn Sie als große Pensionskasse irgendwo hingehen und zu irgendeiner Bank und sagen, ich will genauso einen Ansatz haben, ich investiere jetzt irgendwie 500 Millionen oder 50 Millionen Euro, dann haben Sie de facto fast keine Handelskosten, einfach aufgrund des hohen Volumens, was Sie bewegen. Die setzen das schon viele Jahre um. Wenn Sie als klassischer Privatinvestor irgendwie Ihre 10.000 oder 20.000 Euro umsetzen, dann haben Sie in der Tat teilweise recht hohe Handelskosten. Das heißt, wie sagt man, ein Flaschenhals sein, und das Ganze ist es nicht funktioniert. Aber ich nehme es vorweg, jetzt im Fall von Scalable Capital, am Ende zahlen unsere Kunden keine Handelskosten, weil wir dort mit einer Fixgebühr arbeiten, und dann ist das Thema auch in der gleichen wieder entsprechend drinne. Aber das ist genau das richtige Thema, was wir auch später nochmal anschauen. Kosten extrem hinterfragen, insbesondere dann, wenn es um viele Transaktionen geht, weil das kann dann das beste Modell und die beste Strategie am Ende des Tages wieder zunichte machen. Ja, dann stellen wir die Kosten an diesem Punkt erstmal ein bisschen zurück. Jetzt haben wir es ja gerade von dem Risikomanagement. Da fällt mir immer wieder ein, dass natürlich die Geldanlage an der Börse sehr lukrativ ist, aber sicherer ist natürlich Tages- bzw. Festgeld. Naja, aber das ist nun mal sicherer. Aktuell sind die Zinsen ja, naja, wirklich nicht attraktiv. Was wäre denn, wenn die Zinsen demnächst steigen würden? Sollte man dann wieder auf Tages- und Festgeld setzen, wenn man jetzt gerade so, was das Risiko angeht, auch einfach mit den Nerven und den Emotionen am Ende ist oder eben noch mit sich hadert, ob man das schafft an der Börse? Absolut sinnvolle Frage auch an der Stelle. Und zum Thema Tagesfestgeld sozusagen vielleicht Folgendes. Wann die Zinswende kommt, darüber haben Sie sicherlich alle schon sehr viel gelesen und gehört, und beinahe wöchentlich gibt es da wieder irgendwie eine neue Spekulation. Aber der Punkt ist der, selbst wenn die Zinsen steigen sollten, nominal, ist ja die Frage, was ist meine Realverzinsung, sprich unter Berücksichtigung der Inflation. Weil meistens habe ich ja dann höheres Zinsniveau, wenn wir auch eine anziehende Inflation haben, ist genau das Thema der Gegensteuerung der Zentralbanken. Und das sehen wir jetzt mal über einen Zeitraum, auch über sehr, sehr viele Jahre von Phasen, wo wir deutlich höheres Zinsniveau entsprechend hatten. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, das waren so meine Anfangsjahre hier, so der 2005, 2006, damals noch in der Bank gearbeitet, wo wir noch 4, 4,5% Tagesgeld hatten. Nichtsdestotrotz war zu dem Zeitpunkt aber halt auch die Inflation ja deutlich höher, sodass mein Realzins nur so knapp über 1% war. Und das ist, was viele, glaube ich, dann so ein bisschen vergessen, zu sagen, ach toll, jetzt habe ich irgendwie wieder 2, 3% Verzinsung, wenn aber auf der gleichen Zeit eben die Inflation angesprungen ist. Ist das nicht unbedingt vielleicht das Gelbe vom Ei? Lange Rede, kurzer Sinn. Also ist ein höheres Zinsniveau sehr, sehr kurzfristig zu erwarten? Naja, da hat die EZB ja auch neulich in ihrem jüngsten Statement ja auch das nochmal klar gemacht, dass sie erstmal auf absehbare Zeit der kurzfristigen nächsten Monaten eher nicht an eine Zinserhöhung denkt. Also das im Prinzip die Antwort ganz klar nein. Das hat ja die EZB quasi selber gesagt. Und eben selbst wenn die Zinsen steigen, dann bitte schön immer die Inflation mit berücksichtigen. Und vor allen Dingen auch, wenn es um das Thema Zinsen geht, man kann ja auch heutzutage, das ist das Schöne am Internet, dass wir uns ja heute einfach auch querbeet innerhalb Europas verschiedenste Banken, Länder uns anschauen können, dort Gelder, Tagesgelder, Festgelder hin verschieben können, finde ich eine sinnvolle Ergänzung in dem Gesamtvermögen. Aber auch da bitte schön immer das Risiko hinterfragen, wenn sozusagen der Zinssatz bei Ihrer deutschen Bank bei 0 ist oder 0,01%, wie es dann teilweise so schön heißt, und eine andere Bank in einem anderen Land Ihnen vielleicht 1% oder 1,5% bietet, dann ist da logischerweise auch ein anderes Risiko dahinter. Und da habe ich das Gefühl, dass das in den letzten Monaten doch wieder einige ausgeblendet haben. Das sollte man einfach dort auf dem Schirm haben. Auch da wieder, für welchen Teil meines liquiden Geldes will ich dann mein Geld dort entsprechend platzieren. Ja, vielen Dank für diesen kurzen Exkurs auf das Tagesgeld und das Festgeld. Dann würde ich jetzt gern zurück zum Risikomanagement kommen. Wie kann ich denn als Privatanleger mein Risikomanagement bei der Geldanlage jetzt optimieren? Wie schaffe ich den Spagat zwischen Chance und Risiko, Herr Wolf? Ja, also ich denke, am Anfang ganz, ganz wichtig, sich zu hinterfragen, nochmal das Thema Struktur.
Auf jeden Fall. Also welches Risikobudget will ich eigentlich eingehen? Weil immer dann, auch eben wenn Sie jetzt vielleicht Ihren Jahresdepotauszug haben und sich über das Depotergebnis 2018 ärgern, dann ist es das eindeutigste Anzeichen, dass die Struktur und die Strategie in dem Depot mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu Ihrem Risikoprofil passt. Dann haben Sie diverse Möglichkeiten, online da einfach auch so gewisse Tests zu machen. Sie können beispielsweise auch bei Scalable einfach mal dann klicken, können Sie auch so eine Art Risikotest machen. Bei uns, wo wir Sie ja auch gewissen Zuordnungen geben, welches Risikobudget kommt aufgrund Ihrer Situation, Ihren Antworten heraus, können Sie sich durchklicken, völlig unverbindlich im Übrigen. Das ist mal so der erste Schritt. Überhaupt sich ein Risikomanagement zu überlegen, ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt aus meiner Sicht, das Thema Kosten nochmal hinterfragen. Das ist sicherlich so die effektivste Möglichkeit, wie Sie ganz schnell Ihre Rendite sozusagen pushen können. Jetzt mal eine Beispielrechnung, die wir auch angestellt haben. Sozusagen so typische Scalable-Kosten, knapp unter 1%. Haben Sie jetzt mal mit so einer, ja, so einer klassischen Bankberatung jetzt von irgendwie über 2% gegenübergestellt, also sprich so ein typisches Portfolio. Irgendwie, wo Sie ein bisschen Transaktionskosten bezahlen, teilweise Ausgabeaufschläge, die natürlich reduziert, dann nach 4, 5 Jahren das Ganze mal wieder umtauschen müssen, dann kommen Sie so in Summe auf diese etwas über 2%. Und ob ich jetzt in dem Fall 30 Jahre 1,3% mehr oder weniger an Kosten habe, bei derselben Rendite als Annahme, macht das halt doch einen signifikanten Unterschied, was am Ende des Tages rauskommt. Ja, in dem Fall hier mit 100.000 Euro gestartet und bei dem sozusagen höhere Kosten, dann waren es irgendwo, ja, was sind das jetzt, 280.000 Größenordnung und bei dem mit weniger Gebühren eben 400.000, eben die Differenz von 127.000 Euro. Also Kosten ein nicht zu unterscheidender Faktor und extrem leicht eben einfach, weil jetzt dann jede Zehntelprozentpunkt an Kosten, den Sie sparen können, ist ja ein direkter Mehrwert in der Rendite. Und wissen Sie, ich bin dann eigentlich auch ein Freund davon zu sagen, das, was Qualität hat, muss auch gewisse Gebühren haben und soll auch was kosten. Das ist vollkommen richtig. In der Finanzbranche ist es allerdings leider, muss man so sagen, dass es doch einen ziemlich signifikanten Zusammenhang gibt, wenn Sie sich jetzt aktive Fonds anschauen oder ähnliches, dass da, wo die Gebühren am höchsten sind, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit diese Fonds es eben nicht geschafft haben, einen Marktindex zu schlagen, also sprich hohe Gebühren eher damit korrelieren, dass man eine unterdurchschnittliche Performance hat. Also da einfach nochmal kritischer hinterfragen, wie bin ich da aufgestellt? Neben den Fondskosten vielleicht, Depotgebühren, wie sehen die aus? Ist mir das überhaupt alles bewusst? Habe ich vielleicht ein Verwaltermandat? Wie sind die Verwaltungskosten? Wie wird mit Kickbacks umgegangen? Also da gibt es schon noch so ein paar Stellschrauben, wo man dann relativ schnell ein halbes Prozent, vielleicht 1% an Kosten sparen kann, was sich dann eben direkt in der Rendite widerspiegelt. Ja, und das bringt mich zu einer kleinen Zusammenfassung eigentlich, was wir auch eben so ein bisschen angeschnitten haben, bevor wir auch noch weitere Fragen dann kommen, nämlich eben, wie gesagt, Anlagehorizont ist entscheidend. Wir hatten uns so ein bisschen angeschaut in der Kürze der Zeit. Einzelne Anlageklassen können extrem schwanken. Deswegen ganz klar immer die breite Streuung anstreben, aber das ist Ihnen sicherlich allen bewusst. Risikomanagement kann durchaus eine gewisse Abfederung bieten und wie gesagt, buy and hold im Grundsatz her nicht schlecht, aber ich habe wenige Leute kennengelernt, die das dann wirklich mit allen Auf und Abs durchhalten. Deswegen ist eigentlich Risikomanagement das A und O, dass man sich irgendeine Strategie dorthin legt. Kostenfaktor ist eben nicht zu unterschätzen. Habe das mal operativer formuliert. Selbst ein halber Prozentpunkt pro Jahr bringt schon langfristig extrem viel. Wenn man sagt, Mensch, das sind aber jetzt irgendwie doch viele Punkte und ich will mich damit eigentlich nicht jeden Tag oder jede Woche auseinandersetzen, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket, möchte ich an der Stelle noch ganz kurz erwähnen mit einer Folie. Das wäre jetzt beispielsweise Scalable Capital, das, was wir letztlich auch uns ausmachen. Ja, wir sind ein Vermögensverwalter, haben eben ein Risikomanagement, nämlich einen Algorithmus, der täglich alle unsere Depots überwacht, auf Basis des Value at Risk, dieses Verlust-Risikomaß, was ich ganz kurz andefiniert habe, können Sie noch sehr, sehr viel mehr bei uns auf der Homepage nachlesen. Wir nutzen ausschließlich ETFs in unseren Depots, streben immer eine weltweite Streuung an über die verschiedensten Anlageklassen und Regionen. Extrem kostengünstig in der Verwaltung. Wir haben eine Fixgebühr, zeige ich Ihnen noch gleich. Und selbstverständlich können Sie immer alles bei uns nachverfolgen, in was wir anlegen. Jetzt über die App, die ich mal eingeblendet habe, klassisch aber auch über den Computer, haben den Zugriff, sehen die Regionen, sehen alle Transaktionen, können Gelder ein- auszahlen. Selbstverständlich,
Das ist jederzeit problemlos möglich. Und dann sozusagen haben sie auch alles berücksichtigt, aber müssen sich nicht mehr jeden Tag darum kümmern. Und das Thema Kosten, ich habe es jetzt schon mehrfach angewähnt, deswegen will ich es auch nochmal ganz klar und prominent hier platzieren. Jetzt für unsere Dienstleistung, wenn Sie eine Vermögensverwaltung beauftragen wollen, liegen die Kosten bei 0,75% pro Jahr. Es gibt eine Mindestsumme bei uns von 10.000 Euro. Das heißt, für den Beispielfall sind es dann 75 Euro pro Jahr und inkludiert ist die Vermögensverwaltung, das heißt die Überwachung, Betreuung, auch können Sie mal anrufen, E-Mail und ähnliches und alle Transaktionen, was vorhin ein Zuhörer gefragt hat, viele Umschichtungen, kann das dann nicht ein Kostenkiller sein in solchen Studien? In dem Fall, wenn ich jetzt wie hier mit einer fixen Gebühr arbeite, dann eigentlich entsprechend nicht, weil dann habe ich keine Kostenrisiken mehr. Bei uns gibt es keine Mindestlaufzeit. Sie können jeden Tag das Mandat beenden, Geld rausziehen, aufstocken, wie auch immer. Also Sie binden sich maximal immer nur einen Tag. Extrem flexible Lösung. Keine Einzahlung, Auszahlungsgebühr oder Kündigungsgebühren. Und was kommt noch on top? Das sind die ETF-Kosten, wenn Sie die Fonds ein Jahr halten. Ja, das ist wie wenn Sie selber ETFs kaufen. Was schneidet sich die ETF-Gesellschaft ab, die verschiedenen Fondsgesellschaften? Das sind so im Schnitt 0,17% im Jahr. Die sogenannte Total Expense Ratio oder TER, das werden die eher schon mal auch gelesen haben auf den Fondsprospekten. Das mal in aller Kürze, so wie wir es jetzt lösen, ja, und dann um das Statement vielleicht auch oder die Anfangsfrage dann nochmal aufzunehmen. Ja, wir leben in einer etwas erhöhten Risikowelt und ich habe auch ein bisschen was über Risiko erzählt und das Statement ist ja, turbulente Börsenphasen, wie soll ich mich positionieren? Und die Antwort ist im Prinzip, es führt aus unserer Sicht keinen Weg an die Wertpapieranlage vorbei. Für einen Teil des Vermögens hinterfragen Sie die Struktur, aber Wertpapiere können eine sinnvolle Ergänzung sein. Dann kann man auch noch gewisse Renditen erwirtschaften. Verlustjahre gehören dazu, sich dem eigentlich nicht entmutigen lassen. Wenn man vorher sein Risikobudget ganz klar fest und definiert, dann ist sozusagen, ist ja eigentlich auch okay. Und wenn wir dem Kunden ganz klar sagen, du hast ein 20% Verlustrisikobudget und dann hat man in einem Jahr vielleicht mal 3, 4 oder 5% Minus erwirtschaftet, ist das ja im Verhältnis zu seinem Budget 20%, haben wir mal 5% davon ausgenutzt, müsste der Kunde ja eigentlich streng genommen noch relativ gelassen sein, weil wir ihn ja vorher genau darauf hinweisen, dass zumindest unser Bestreben in ganzen Kommunikation. Sie können eben noch einiges mehr nachlesen, auch auf unserer Homepage und ja, Zeit zum Investieren ist sozusagen fast immer gegeben. Wichtig ist halt, dass man letztlich überhaupt an dem Wertpapiermarkt dort entsprechend teilnimmt. Und damit bin ich so mit meinen sozusagen Vorbereitung soweit am Ende, aber gehe davon aus, dass vielleicht auch noch die ein oder andere Frage eingetroffen ist und dafür habe ich gerne auch noch entsprechend Zeit. Ja, danke schön, Herr Wolf. Wir sind durchaus schon einige Fragen eingegangen. Eine Frage möchte ich Ihnen direkt zum Risikomanagement stellen. Mhm. Sie sind ja auch ein Mann der Praxis. Was raten Sie denn unseren Teilnehmern heute? Sie kennen das, die Nerven liegen blank, gerade wenn es runtergeht. Was können Sie uns denn empfehlen? Wie sollten wir uns jetzt mal so ganz praktisch verhalten, wenn die Kurse jetzt einbrechen? Naja, also die Frage ist immer, bin ich schon komplett voll investiert oder habe ich sozusagen noch weitere Liquidität? Ich habe insbesondere die Frage auch in den letzten Wochen vermehrt gehört von Anlegern, die sagen, Mensch, Herr Wolf, ich finde das irgendwie interessant und ich habe jetzt vielleicht irgendwie 20.000, 30.000 zur Anlage. Dann ist eigentlich die Antwort, vielleicht nicht eben alles auf einmal zu investieren, sondern dann klassischerweise sich einen gewissen Zeitplan zu legen, zu sagen, jetzt habe ich da irgendwie über 6, 12 Monate will ich meine liquiden Gelder umschichten in die Wertpapiere und dann muss ich mir so mehrere Tranchen nehmen, so einen Zeitablauf von 2, 3 Monaten, um eben nicht die Gefahr zu laufen, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt einzusteigen, so dieses klassische Cost-Average-Effekt ein bisschen, den kann man sicherlich ausnutzen, das ist so das Plakativste, was man machen kann und auch machen sollte. Wenn ich schon investiert bin, dann ist eben eigentlich nochmal kurz hinterfragen, Strategie, passt die noch? Wenn die noch passt, dann ist ja eigentlich alles okay und nur weil das Depot jetzt im Minus ist, dann eben sich deswegen nicht nervös werden lassen, sondern sich wieder zurückbesinnen auf die Ursprungsstrategie. Warum haben Sie in Wertpapiere investiert? Ist dieser Fall noch in Kraft? Also Ihre Lebenssituation hat sich nicht geändert, haben immer noch Anlagehorizont, dann auch bitte schön investiert bleiben. Das wäre so meine Antwort, was man jetzt ganz konkret machen sollte, wenn man so den Blick auf sein Depot oder seinen Kontostand momentan wirft.
Ja, danke dafür. Dann schließe ich daran die Frage an. Wir haben aufgemacht mit dem Titel, so sollten Sie jetzt Ihr Depot aufstellen. Ich finde, Sie haben schon einige Hinweise gegeben. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen, indem Sie sagen, wie schätzen Sie die aktuelle Börsensituation ein? Was raten Sie unseren Teilnehmern? Sie haben ja schon das Angebot von Scalable Capital vorgestellt, aber auch viele weitere Tipps haben sich in Ihrem Vortrag versteckt. Vielleicht können Sie hier kurz gebündelt in drei Sätzen nochmal was dazu sagen. Ja, gerne. Vielleicht mögen Sie dann danach auch nochmal, ich glaube, Sie haben jetzt den Bildschirm, aber warten Sie bitte noch eine Sekunde, mir dann einfach nochmal auch teilen, weil dann kann ich dazu, glaube ich, auch noch vielleicht ein konkretes Beispiel dann zeigen. Einen Augenblick. Ja, das mache ich gerne. Und zwar, genau. Also, genau, jetzt sollten Sie meinen Bildschirm sehen. Das ist die Scalable Capital Homepage. Also, Anlagehorizont, hatte ich gesagt, muss dabei sein. Strategie festlegen, ganz konkret. Und wie kann man sich aktuell, wie soll die aktuelle Gewichtung sein? Völlig unverbindlich. Bis zu der Stelle, die Sie jetzt sehen sollten, kommen Sie, jeder, der auch nicht Kunde ist, kann einfach mal durchklicken, gewisse Fragen zu Ihrer Situation beantworten. Und dann wird für Sie eben so ein gewisses Risikobudget ermittelt. Ja, das heißt jetzt 10% Verlustrisiko, das höchste bei uns sind 25. Und man sieht jetzt hier unten, links sozusagen in der Box, naja, so ein 25% Verlustrisiko ist eher so relativ stark aktienlastig, ja, so Aktien, über den Aktien USA. DAX hat eigentlich langfristig ein Risiko von über 30%. Und was wir beispielsweise machen, bevor man Kunde wird, jetzt völlig noch keine persönlichen Daten eingegeben, dann können Sie sich durchklicken. Und wenn Sie auf das Thema Produkte sehen, dann würden Sie auch die aktuelle Gewichtung sehen, wie ein Scalable Capital Depot Stand heute eben aufgebaut wäre. Und Sie sehen, dass jetzt selbst bei diesem höchsten Risikobudget sich ja, die Aktienquote über in einem sehr, sehr überschaubaren Ausmaße dort eigentlich entsprechend ist. Und das Ganze dann noch in der Rückwärtsrechnung. Also da haben Sie beispielsweise mal einen Blick, wie wir es aktuell machen würden. Können dann aber auch nochmal so zurückgehen, wie wäre es in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Das ist eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Spielzeug, aber ich glaube, ein Tool, um mal zu schauen, Mensch, aha, ein Risikoansatz. Wie würde denn der jetzt aktuell aufgestellt sein? Und ja, die Gründe dafür sind eben, dass ja die Risiken in den letzten Monaten eher wieder angezogen haben. Das hat sich jetzt eben auch in so einem Risikomodell entsprechend niedergeschlagen, dass man da die Aktienquote doch signifikant reduziert hat. Und wir haben eben beispielsweise zusammenfassend, vielleicht letztes Jahr haben wir Anfang 2018, sind wir bei einem Kunden mit 20% Risikobudget, also schon ein gewisses Aktienlevel auch da ist, sind wir mit 80% Aktienquote gestartet und sind Stand heute noch bei knapp 20% Größenordnung und Aktiengewichtung. Also haben da doch über die letzten Monate signifikant eher abgebaut und zumindest kann ich nur für unser System sprechen, haben wir jetzt in den letzten Tagen jetzt keine verstärkten Transaktionen wieder rein in die Aktienmärkte gesehen, sondern sind eigentlich so seit November dann doch sehr, sehr stark im Aktienbereich untergewichtet. Aber das vielleicht mal so auch als praktischen Tipp, ein bisschen zum Durchklicken, was wir an Tools auch bieten auf unserer Homepage, um da für sich eine Antwort zu finden, neben generell so ein bisschen dem Planer, wie viel kann ich denn anlegen und noch mit Sparplan, hat das was für Auswirkungen? Da kann man doch einige Fragen für sich ganz gut beantworten. Ja, wenn Sie jetzt gerade auch auf der Homepage sind, dann meine Frage an Sie, wie sicher ist denn eine Geldanlage bei Scalable Capital? Guck ich mal, genau. Bleib mal auf der Homepage. Also auch vieles, was ich so ein bisschen angeschnitten habe, können Sie einiges mehr bei uns nachlesen. Gibt auch ganz gute Videos, die wir produziert haben in den letzten Wochen. Und das Thema Sicherheit ist es ja grundsätzlich, wenn Sie jemanden auch damit beauftragen, Geld für Sie anzulegen, ob das ein Anlageberater ist, wie auch immer, sollten Sie immer versuchen, eine klare Dreiteilung zu haben, nämlich Sie als Kunde sind Vermögensinhaber, es gibt eine Bank, wo das Geld deponiert ist und dann eben möglicherweise ein Vermögensverwalter. Und genauso ist es auch bei uns. Ja, wir haben immer eine Depotbank im Hintergrund, das ist die ING Bank oder die Baader Bank. Da öffnen wir immer ein Konto auf Ihren Namen. Unsere Kunden sind immer
der alleinige Kontoinhaber und wir sind lediglich Vermögensverwalter und können dann in diesem Depot Käufe und Verkäufe tätigen, aber das Geld kann nie aus diesem Kreislauf heraus und ist dann immer auch ein Referenzkonto hinterlegt auf ihren Namen, typischerweise ihr Girokonto. Und das Geld kann quasi nur aus diesem Scalable Depot auf ihr reguläres Haushalts-Girokonto hin und her bewegt werden. Also das ist da die Sicherheit in jedem Fall gegeben. Sie sehen auch, dass wir entsprechend zertifiziert sind, was das Thema IT-Sicherheit angeht. Das, was man machen kann, wird auch gemacht. Zum Beispiel ganz aktuell, immer so einmal im Jahr, jetzt im Februar, beauftragen wir auch eine externe Firma, die dann versucht, unser System zu hacken. Also kommt man an unsere Kundendaten oder auch unsere App, gibt es da vielleicht möglicherweise irgendwo ein Schlupfloch und werden quasi professionelle Hacker dafür bezahlt, dann doch reinzukommen. Wenn sie es eben nicht schaffen, dann weiß man, dass das System, denke ich, auf einem ganz guten Stand ist. Und das machen wir regelmäßig, solche externen Belastungstests beispielsweise. Und wie sieht das dann in der konkreten Praxis aus? Also Stichwort Risikomanagement. Wie oft passen Sie das Risiko an oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau. Also die Überwachung der Depots, Risikomanagement bedeutet, einmal am Tag wird jedes Depot unserer Kunden durch unseren Algorithmus neu berechnet. Was ist dein Risikolevel und ist es noch auf dem richtigen Stand oder muss eine Anpassung sein? Erfolgt aufgrund der täglichen Überwachung und Berechnung, erfolgt deswegen auch eine tägliche Transaktion? Nein. So Größenordnung, alle 2-3 Wochen sehen wir dann eine gewisse Transaktion. Und für das Jahr 2018, eben habe ich jetzt auch mal eine konkrete Zahl sozusagen im Kopf, hatten wir Größenordnung 80 Transaktionen, 70, 80 Transaktionen bei einem Kunden mit 20% Risikolevel. Das ist dann zwar statistisch gesehen doch wieder fast jede Woche, aber dann haben Sie mal 2-3 Wochen keine Transaktion, dann gibt es auf einmal 3-4 Transaktionen in einem Depot. Wir sind aber ganz klar eben keine Daytrader, die da jetzt jeden Tag wild hin und her handeln, sondern nur dann, wenn tatsächlich spürbare Risikoveränderungen messbar sind, darauf reagiert unser System. Danke dafür. Jetzt haben wir es von Risiko und von Sicherheit. Können Sie denn nochmal gegenüberstellen, wenn ich jetzt mein Geld für ein Jahr auf einem Festgeldkonto anlege und bekomme dafür dann 1%? Das mache ich jetzt ein Jahr bei Scalable. Reicht das schon? Sie haben ja am Anfang gesagt, dass gerade bei, muss man auch langfristig denken. Vielleicht können Sie das Gedankenspiel mal etwas weiterspielen und hier nochmal das ein bisschen gegenüberstellen. Ja. Auch dazu vielleicht auf unserer Homepage unter dem Punkt erzielte Renditen. Wir aktualisieren die Zeilen, die Daten immer quartalsweise. Das heißt, jetzt haben wir die Zahlen per Ende 2018, was eigentlich ganz schön ist. Dann haben sie lange Charts und haben aber auch, können so verschiedene Zeiträume, verschiedene Risikogruppen sich dort einblenden lassen. Und was man jetzt eigentlich sieht, ist recht gut Folgendes. Wenn ich Anfang 2018 angefangen hätte, und ich sage es mal klipp und klar zu sagen, das Jahr 2018 war ein Minusjahr, oder ich habe, glaube ich, sogar die aktuellen Zahlen mit. Ach ja, genau, habe ich noch mit. Das Jahr 2018, habe ich meinen Stift, war eben ein Verlustjahr. Das heißt, wenn Sie dieses Kalenderjahr isoliert betrachten, egal was Sie, wenn Sie am 1.1.18 angelegt hätten, 31.12.18, wären sie minus gewesen. Fast alles, egal wie wir das Geld für sie angelegt hätten. Also da wäre jetzt die Antwort, reicht ein Jahr aus? Ganz klar nein. Und ein Jahr reicht grundsätzlich nicht aus, um überhaupt in Wertpapiere anzulegen. So dieses plakative Beispiel ist ja immer, wenn Sie in einem Jahr wissen, Kredit steht zur Prolongation und Sie wollen ihn irgendwie dann vorzeitig zurückführen, dann bitteschön, dieses eine Jahr ist zu null auf dem Tagesgeldkonto lassen, weil Chancen-Risiko-Verhältnis ist einfach gegen Sie, wenn Sie es in Wertpapiere anlegen. Wie viele Jahre oder wie viel Anlagehorizont braucht man, um in Wertpapiere anlegen zu können? Wir sagen so idealerweise Minimum 3, eher 5 Jahre sollten Sie perspektivisch schon Zeit haben. Ansonsten dürfen Sie eigentlich gar keine Wertpapiere haben und würden auch bei uns, wenn Sie den Fragebogen ehrlich beantworten, dann kommt auch dann so einen Warnhinweis, Wertpapiere sind für Sie nicht geeignet.
Und das sieht man jetzt an den 3 Jahren beispielsweise ganz gut. Uns gibt es eben seit dem 01.01.16 und betreuen jetzt ja auch über knapp 40.000 Kunden und weit über 1 Milliarde Euro an Kundengeld. Also haben da doch recht ordentlich auch Kunden gewinnen können. Das 3 Jahre zumindest mal so ein Minimum-Zeitraum ist. Jetzt hatten wir mal ein eher mittleres Jahr, wie gesagt, 2018, 2016, 2017. Ja, waren jetzt halbwegs in Ordnung. Und dann jetzt 2019, der Anfang war zumindest, sagen wir mal, jetzt recht vielversprechend. Ja, der Januar war recht positiv, aber davon sollte man sich eigentlich eben nicht leiten lassen, sondern wie gesagt, schon so 3, 4, 5 Jahre braucht es eigentlich schon Minimum, damit so ein Depot wirken kann und ich auch mal so ein schlechtes Jahr oder mittleres Jahr dabei habe, damit ich weiter insgesamt dann noch im positiven Bereich bin. Ja, Sie haben jetzt ja auch 2019 mit auf dieser Folie. Dann möchte ich doch noch mal eine inhaltliche Frage stellen. Und zwar auf langfristige Sicht: Wie viel Wert sollten unsere Teilnehmer auf die Wirtschaft legen? Es kam ja in den vergangenen Tagen, wurde ja von verschiedenen Stellen immer wieder gesagt, dass es so einen leichten Abschwung geben wird oder eine kleine Delle beim Wirtschaftswachstum. Gerade jetzt auf unser heutiges Thema bezogen, können Sie uns da noch einen Tipp mitgeben? Naja, die Frage auch hier ist wieder eben vollkommen nachvollziehbar, aber die Frage ist ja, selbst wenn ich jetzt einen wirtschaftlichen Abschwung habe, ist ja die Frage, ist es jetzt nur ein, ist jetzt wirklich ein globaler Wirtschaftsabschwung oder ist es vielleicht bezogen nur auf die asiatischen Länder oder nur auf die westeuropäischen entwickelten Länder? Also selbst dann, wenn ich jetzt in Europa, Amerika einen Abschwung habe, habe ich vielleicht andere Staaten, die immer noch relativ positiv dastehen. Also ich finde, man kann eigentlich nie es immer relativ über einen Kamm scheren. Deswegen ich auch persönlich jetzt kein Fan vom MSCI World bin, ein sehr starrer ETF, wo jetzt einfach alle Aktien drin sind, sondern Sie müssen sich ja eigentlich sagen, wenn ich mir auch so ein Depot baue, ich nehme mir vielleicht einen ETF für Europa und für die USA und eben für den asiatischen Raum, vielleicht noch einen für die Schwellenländer, und dass ich den dann je nach Situation in den jeweiligen Regionen dann auch die prozentuale Gewichtung in den einzelnen ETFs anpasse. Das ist eigentlich dann dort das sinnvolle Vorgehen. Und so machen eben es auch wir, dass wir jetzt nicht nur sagen, Aktien rauf oder runter, sondern auch innerhalb der Anlageklasse Aktien. Ja, wir haben seit dem ja, Frühherbst, so seit August, September, nahezu keine deutschen Aktien mehr bei uns in den Portfolien. Ja, der DAX war ja auch letztes Jahr dann so mit einer der schlechtesten Indizes, gerade in den Dezember-Rutsch haben wir fast gar nicht mitgenommen jetzt in dem DAX, weil wir keine deutschen Aktien hatten. Das heißt, ich sollte eben immer möglichst schauen, mich dann dort möglichst breit aufzustellen und dann muss man immer sehr schauen, über welche Region redet man das jetzt. Aber so eine Pauschalaussage ist eigentlich nie wirklich möglich, weil es dann immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei ist. Weil das eine ist auch die Frage, auch wenn ich jetzt gewisse Meinungen habe, wie spielt es eben der Kapitalmarkt? Das ist dann immer nochmal eine ganz andere Geschichte. Und so schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, dass wir eben sagen, ein risikobasierter Ansatz, jetzt wie wir es verfolgen, rein auf eine quantitative Strategie, also sprich modellbasiert, Mathematik am Ende des Tages sehr neutral analysiert, wollen wir bewusst jetzt eben all das herauslassen und Sie werden von Scalable Capital jetzt auch keine Punktprognose lesen oder was glauben wir, wie sich jetzt die Arbeitslosenquote entwickelt, weil A kann sowieso keiner seriös sagen und B ist es erstmal völlig irrelevant. Die Frage ist nur, wie verhält sich das Risiko am Kapitalmarkt und daraus können wir dann gewisse Anlageentscheidungen ableiten. Ja, dann noch eine kurze organisatorische Frage eher und dann noch eine Frage zum Abschluss. Die organisatorische Frage: Einer unserer Teilnehmer möchte gerne wissen, ob er bei Ihnen auch in Schweizer Franken investieren kann oder ob das nur mit Euro geht. Aktuell in der Tat nur Euro-Anleger. Also wir haben zwar auch sozusagen ein Schweizer Geschäft, aber auch die Schweizer Kunden legen bei uns derzeit in Euro an. Aber kann dann gerne dieser besagte Zuhörer uns vielleicht einfach eine kurze Mail schreiben an service@scalable.capital und dann wird man nochmal auf ihn zukommen, wie da der Stand ist, weil wir auf jeden Fall auch vorhaben, das in den nächsten Monaten dort entsprechend auch in Franken anzubieten oder vielleicht einfach direkt uns kontaktieren. Ja, wir bei Finanzenet haben auch verschiedene Robo-Advisor zu Gast, Herr Wolf. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, wo sehen Sie den signifikanten Unterschied zu anderen Anbietern auf dem Markt von Scalable Capital als kleine Schlussfrage? Und noch als kleine
provokante Schlussfrage sozusagen, aber finde ich gut. Genau, also Scalable Capital, wir sind ja im Bereich der Robo-Advisor, digitalen Vermögenshalter und eben der Marktführer mit weit über 1 Milliarde und 40.000 Kunden. Und ich glaube, neben dem ganz klaren Ansatz, wir stehen für Risikomanagement basierend auf einer Risikokennzahl, rein algorithmusbasiert. Wir haben, ich glaube, eine sehr einfach zugängliche Möglichkeit, wie man bei uns Kunde werden kann, sei es über die App, sei es über das Online-Portal, was uns Leute als Feedback geben, was sie einfach benutzerfreundlich finden. Ist, glaube ich, der hauptausschlaggebende Punkt dann auch unser Kundenservice, sei es per Mail, sei es per Chat, sei es per Telefon. Wie gesagt, Sie können uns auch jederzeit mal persönlich treffen. Schauen Sie auf die Homepage. Für dieses Jahr peilen wir so Richtung 70, 80 eigene Events an in allen größeren Städten in Deutschland und auch kleinere. Ich bin beispielsweise nächste Woche in Stuttgart, dann wieder in Heidelberg. Kollegen sind in Hamburg und in Berlin auch nächsten Wochen unterwegs. Also immer da mal auf die Homepage schauen. Und ich glaube, das schätzen die Kunden, dass wir eine digitale Online-Vermögensverwaltung sind und trotzdem man uns irgendwie greifen kann, uns auch persönlich sprechen kann. Und dazu so dieser Gesamtmix, denke ich, was auf Zuspruch fruchtet. Vielen Dank, Herr Wolf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Möchten Sie unseren Teilnehmern noch etwas auf den Weg geben zum Abschluss? Ich danke für die Geduld, allen Ausführungen mir bis hierhin gefolgt zu sein. Und ja, freue mich auf ein weiteres spannendes Jahr 2019 und hoffe vielleicht den einen oder anderen von Ihnen auch mal persönlich kennenzulernen. In dem Sinne alles Gute und bleiben Sie uns gewogen. Ja, und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich mich jetzt stellvertretend für Herrn Wolf und für mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Diese Woche finden übrigens noch zwei weitere spannende Webinare bei Finanzen Net statt. Morgen Abend zum Beispiel um 18 Uhr, da stehen praxiserprobte Trading-Strategien im Fokus, also etwas ganz anderes als heute. Und am Mittwoch, da nehmen wir verschiedene Sparformen zum Vermögensaufbau genauer in den Blick und stellen sie gewissermaßen auf den Prüfstand. Ich würde mich freuen, wenn Sie in den nächsten Tagen oder auch in Zukunft mit dabei sind. Auch die Kollegen von Scalable Capital werden im Jahr 2019 bei uns zu Gast sein. Ich habe Ihnen einmal den Link zu unserer Webinarseite auf Finanzen.net in den Chat gepostet. Hier finden Sie immer aktuell alle Informationen zu den Webinaren. Da klicken Sie auf die Artikel. Dann erfahren Sie konkret, wann die Live-Veranstaltung stattfindet, was thematisiert wird. Und hier können Sie sich auch ganz leicht kostenlos anmelden. Damit sage ich auch jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihnen noch einen schönen Abend und viel Erfolg auch von meiner Seite bei Ihren künftigen Investments.